könnte man sonst jetzt hier noch auf der Stelle erklären? Kannst du mal die Häuser zeigen und ungefähr mal erklären? Oder zumindest mal zeigen, was man so machen kann. Ich, der Jusen, war schon relativ motiviert, hab ein bisschen was gebaut. Ist aber das Ding ist beim Bausystem, du kannst keine Steinwände und Steinfundamente gleich machen und du musst es halt leider immer erst alles aufrüsten. Das heißt, du fängst mit Genau. Zweige an, So wie da dann machst du oben. Holz, genau, und dann Dann siehst du geht's die immer oben. weiter. Genau. Dicke Holzstämme und dann zu Stein über und so. Und genau, da hat er sie vollkommen recht. Man muss es dann immer weiter verbessern, jeder einzelne Element, was man gebaut hat. Hat uns am Anfang abgefuckt, aber Man gewöhnt sich mir macht dran. es irgendwie Spaß. Irgendwie finde ich es auch lustig, das Prinzip dahinter. Ja. Was kann man sonst noch sagen? Also zum Beispiel, wenn eure Klamotten kaputt sind, können wir auf das Thema mal eingehen. Ja. Nehmen wir jetzt mal als Beispiel, okay, bei mir ist jetzt nicht viel im Arsch. Nehmen wir aber meinen Rucksack, der hat ja jetzt hier nur noch 94,1. Wenn ihr am Anfang die Sachen reparieren wollt, stellt euch immer aus Knochen eine Knochennadel her. Braucht da bloß einen Knochen und eine Säge, ein Messer oder was er euch hier halt alles anzeigt. Die könnt ihr euch herstellen, wenn ihr so keine Nadeln gefunden habt. Und könnt euch dann damit und wenn ihr einen Faden gefunden habt, ein improvisiertes Nähset machen. Und wenn ihr das habt, also sieht das halt eher so aus wie Kekra Truffa, ne? Eine Rolle mit einer Nadel daneben. Ich habe jetzt schon das normale Nähset. Könnt ihr halt ganz einfach auf die Sache gehen, die kaputt ist, wie mein Rucksack. Könnt auf Reparieren klicken. Dauert halt kurz. Und dann ist es wieder auf 100 repariert. Und er zählt jetzt, so wie gesagt, hier unten von 22 von 30 sind jetzt nur noch drin, zählt er das dann halt immer weg. Und auch noch wichtig zu wissen, die Qualität des Nähzeugs, sage ich mal, Genau. kann dir auch nur so weit verbessern, also deine Genau. kaputte Rüstung. Das heißt, wenn da 50% Nähzeug ist, kannst du auch nur bis zu 50% reparieren. Genau. Das ist auf jeden Fall noch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und Schleifstein ist auch sehr wichtig immer. Richtig, aber Also wenn ihr den Schleifstein findet, der ist wichtig. kann man leider nicht so irgendwie einen Schleifstein für auf der Hand herstellen. Zumindest Nee, nicht, dass ich den gesehen findest du hätte. nur oder kaufst du? Nee, den findest du oder kaufst du? Also kann auch sein, dass man den vielleicht schon irgendwie craften kann an der Werkbank, aber dadurch, dass wir jetzt 5, 6 Monate nicht gespielt haben, kann ich euch das aus dem Stegreif nicht sagen. Aber Schleifsteine sind auf jeden Fall Gold wert. Wenn man die Oh findet, ja. da kommen wir später dann nachher noch zu, nachdem wir den ganzen Heilungskram und so gemacht haben und den Essenskram, wenn es dann so ein bisschen um Waffen und wo man so eine Sachen findet, dann nochmal geht. Und da schauen wir dann nachher einfach weiter. Ja, aber das sind so wichtige Sachen. Was auch noch ganz wichtig ist, ist halt der Regensammler hier. Also falls ihr halt nicht direkt am Wasser seid und das abkocht oder genug Wasser oder so findet, kann man sich halt hier aus den ganzen Materialien, also aus den vielen, kann man sich halt einen Regenfänger bauen. Dann Genau, könnt da ihr brauchst du halt nur zwei Benzinkanister, glaube ich, und sonst eigentlich so einen einen Regenmantel, Regenmantel oder genau. Metall, zwei Metallrohre und einen Schlauch. Und es kann bis zu 300% halt speichern. Das ist schon ganz geil. Das 300 macht. 300% müssten ja eigentlich dreimal draus trinken sein, wenn halt so Achso, toll und ist. für jeden, der das Spiel zum allerersten Mal Hier spielt, sind welche. leere Flaschen nicht wegwerfen. Die könnt ihr nämlich über den Trinkspender halt wieder auffüllen, Genau. logischerweise. Also wenn ihr leere Flaschen, leere Behälter habt, könnt ihr euch immer wieder auffüllen an bestimmten Punkten. Manchmal gibt es Wasserspender in den Häusern. Manchmal findet man ja, oder macht man sich halt einen Regenfänger, kann die Sachen machen. Man findet manchmal Brunnen, das wollte ich sagen. Da könnt ihr euch denn draus bedienen. Und sonst, wenn ihr Dreckwasser nehmen müsst, ja, ist für den Arsch, weil dann kriegt ihr mit dem Magen Dünnpfiff und alles. Nicht unbedingt. Wenn du auf die Also. Karte guckst und jedes Gewässer, was vom Eisberg runterfließt, das ist Süßwasser. Das kann man trinken. Da Ah, passiert okay. nichts. Also, Jusen meint so zum Beispiel hier oder hier. Genau. Was nicht direkt ins Meer geht. Oder halt, denke ich mal, generell aus den Seen vielleicht, aber weiß ich nicht. Können Na, wir ja sehen nachher, theoretisch auch, können wir ja ja. nachher mal ausprobieren. Wir müssen ja eh wieder hier hoch. Wir sind ja jetzt hier unten. Und die beste Ausgangsbasis, die ich zumindest mit meinen Jungs gefunden habe, wir waren immer hier oben, wo er das sieht, bei C3. Da ist so eine kleine Winery. Und der Punkt ist halt immer sehr gut.
Von dem kommen wir dahin, wo wir jetzt uns demnächst auf den Weg machen. Das ist nämlich hier. Hier ist dieses Krankenhaus oder vielleicht auch Psychiatrie. Werden wir gleich noch rausfinden, wenn wir wieder hinfahren. Da müssen wir einmal hin. Das ist halt sehr wichtig. Man hat halt von hier aus dann noch hier vorne eine Tankstelle. Das ist halt echt cool. Hier links daneben, direkt. Man kann leider nicht in die Karte zoomen, Leute. Hat man halt einen großen Einkaufsmarkt. Und wenn man hier in die Stadt den Hauptweg reingeht und in der Nebenstraße und ich glaube auch in der, hat man dann die Waffenläden. Und das mit den Waffenläden ist nachher ein bisschen tricky. Da müssen wir dann einfach mal gucken, weil da sind meistens Sprengzombies drin, also die mit dem Sprenggürtel um. Und die können sehr schnell rennen und sprengen sich halt selbst in die Luft, ne? Wenn du dazu dich Alter. dran bist oder irgendwie Scheiße machst. Aber das sehen wir nachher alles. Genau, Alter, ich bin ein bisschen doof. Komm mal, ich steck mal hier ins Boot ein. Du zeigst mal kurz den Leuten den Händler. Für jeden, der noch nicht den Händler mal gesehen hat. Alter, zeigt euch mal, worauf man achten muss, bei welchem Warum? Händler du was kriegst so. Warum muss ich den Leuten jetzt den Händler zeigen? Na, weil ich ja schon wieder die Kiste verrafft habe, einzupacken. Ich bin schon wieder hier in Ach der so, wir Base. fahren zum Händler, okay. Ja, Du weil ich das weißt das. verrafft habe, ich schon wieder mal. Ich bin irgendwie doof heute. Oh, warte mal, aber dann nehme ich mal meine Karte mit, wa? Nur sicher ist sicher. Ich weiß zwar nicht mehr, welche das ist, ich steck mir einfach alle ein. Ja. Aber dann sollte das hoffentlich funktionieren. Ey, wirklich, erst, wirklich Leute, es war so hier, bevor wir den Stream gestartet haben, ich fahre zum Händler. Ja, Wollte Mann. dann ganz schnell wieder Brunnen kann zurück. man noch Und dann war bauen. ich beim Händler, habe ich die Karte vergessen. So, dann fahre ich wieder zurück. Ja, war happy, dass ich an die Karte gedacht habe. Jetzt war ich beim Händler, habe alles gekauft und jetzt vergesse ich die Kiste, die ich ausgepackt habe. Ach, und wann fällt es mir ein? Nicht kurz bevor ich losgefahren bin. Nein! Erst wenn ich da bin, so. Ah, sehr Aber schön. Leute, heute ist nicht mein Day. It's not my day. Ich glaube, war es bei Base Building drin? Base Building? Ich guck gerade mal, Leute. Ja, habt ihr auf jeden Fall die Lagerfeuer und so. Und eine improvisierte Werkbank, was auf jeden Fall sehr wichtig ist. Aber der Brunnen war nicht hier. War das wirklich bei Kochen mit bei? Der Das jetzt. Brunnen. Na, du hast doch hier einen Holzbrunnen hingebaut, wo ich gerade noch stehe. Hier ist mal David. Oder David. Ich weiß Vielleicht gar kann nicht, es ob doch ich sein, Handwerk das habe. dass wir den halt noch nicht können, weil ich habe, glaube ich, Base Building nur auf 1 gelevelt. Und ich glaube, man kann bis auf 5 leveln, ne? Aber ja. Und natürlich, umso mehr ihr baut, umso besser werdet ihr in den Dingen in diesem Spiel. Und könnt dann ja besser Sachen herstellen, besser schleichen, besser schießen und so weiter und so fort. Ihr kennt ja solche Spiele. Ach so, Leute, auch wichtig zu wissen: Du hattest mit knapp. vollem Gepäck, niemals ins Wasser gehen. Ja, ihr geht unter wie ein Stein und müsst dann eure Sachen abwerfen. Und dann sind sie halt weg. Weil ich glaube, die schwimmen nicht oben, ne, Yusi? Nee, du musst dann wirklich dein ganzes Zeug erstmal abladen, bis du nackig bist, erstmal Luft holen. Und dann musst du halt Stück bei Stück immer alles hochpicken. Das ist echt nervig. Ja, dann war das so. Alles machbar möglich, aber es ist auch echt nervig. Wenn du Pech hast, eines deiner Kann Sachen, ich. die du denn abgelegt hast, können dann vielleicht wirklich auch weg. Irgendwo in ein kleines Loch fallen, wo du es nie wieder findest. Ja. Yuzi, kann ich beim. Kannst du mal stehen bleiben? Ich würde eigentlich gern was trinken. Weil der hat gerade irgendwie. Trinken. Kann ich echt nicht trinken? Nee, weil du gerade sitzt. Okay. Du musst kurz aufstehen. Echt, Alter? Du musst was trinken. Echt jetzt? Ja. Weiß nicht, wie man trinkt, Digga. Wir können den Brunnen auch bauen, meint David. Schreibt da gerade im Chat. Ja, aber ich hab's gerade nicht gefunden. Ist es bei Base Building oder was? Eigentlich habe ich gedacht, dass es bei Base Building ist. Aber hier sind bloß Schränke und sowas. Doch. Gib einfach mal oben bei der Suchleiste BR ein. Dann findest du schon Brunnen. Improvisierten Brunnen können wir machen. Na, super. Da ist er, Leute. Natürlich einfach die Suchleiste benutzen. So, mit O. Setzen wir uns wieder hin. Ich hoffe, dass sie das mal reicht. Ja, das wandert ja hoch. Stoffwechsel reingucken.
halt sehr viel hier. So, was uns beide auch am Anfang abgeschreckt hat, ist halt wirklich diese auf Zucker, Haushalt achten, Ballaststoffe, dies, das, jenes. Genau. Da waren wir erstmal schockiert so, aber der Charakter kriegt auch, auch wenn du nicht alles immer voll hast, Hauptsache du snackst halt immer. Ja, man sieht es ja hier auch, halt nicht besonders gut ernährt, ne? Zucker, Ballaststoffe ist alles sehr weit unten, aber es gibt so viele Lebensmittel, ihr könnt da alle auf alle draufklicken, genau lesen, was bringt, was viel Ballaststoff hat, was viel Zucker hat, ne, wie Bonbons oder ihr esst einfach Zucker. Und so könnt ihr das aufpowern. Ihr könnt natürlich bei den Vitaminen die Vitamintabletten nehmen. Das hilft schon mal, außer bei Vitamin D und noch irgendwas, so war zumindest früher. Das kann sich jetzt auch gut geändert haben. Bei Vitamin D, um das auf jeden Fall zu kriegen, das wussten wir am Anfang auch nicht, bis wir danach geguckt haben. Also Scum-Wiki kann ich euch bloß empfehlen, immer nebenbei offen zu haben. Ja, Mann. Das ist eine große Hilfe. Und Vitamin D war immer Fisch essen. Also ihr braucht Fisch aus der Dose, frischen Fisch fangen oder so. Das hat immer viel gebracht. Und ja, auch noch ein, zwei andere Sachen, aber die waren jetzt nicht... Apropos Fische fangen, kann man ja auch im Game, wenn man möchte. Ja. Das so haben wir uns dann noch nie so wirklich mit auseinandergesetzt. Richtig. So Leute, das ist der Händler, das ist der Hafen hier. Genau. Also wir sind jetzt hier von da nach da gefahren. Prinzipiell sind alle Händler auf jeden Fall gleich aufgebaut. Diese Punkte. Nur die Stadt sieht manchmal ein bisschen anders aus, aber... Es ist leider alles das gleiche, ja. Wäre schön gewesen, wenn sie individuell gestaltet worden wären. Aber... Naja, man kann nicht alle haben. Kommst du, Jusen? Ja, die Kiste ist hier im Wasser. So weit geschwommen. Was? Ja, ich habe doch schon alles eingekauft. Dann habe ich die Kiste rausgeholt, aber ich habe sie da oben nicht hingekriegt. Ah, okay. Dann latsche ich hier bloß mal kurz rum, ja? Bevor wir wieder. Ja, genau. Zeig ihnen erstmal, wo alles ist. Also hier rechts. Oh, nein. Ich bin im Wasser. Aber hier, das ist ganz gut. Hier kommst du wenigstens noch hoch rechts, Alter. Ja, hier kannst du noch hochlaufen, ja. Ja, ich bin vorhin nämlich auch schon mal hier reingekommen. Aber schön, dass wir es gleich mal zeigen. 2 Minuten, nachdem ja, was gesagt und hier, ist. Ihr seht ja, man kommt nicht hoch, man kann Leertaste drücken wie ein Bekloppter, geht nicht. Na gut, hier haben wir den Mechaniker, hier könnt ihr genau, euch... Genau, hier Autos kaufen, und gute Autos Teile, kaufen. Reparatur... Und wichtig, Benzine. Genau, hier ist das ist der Angler, den gab es damals nicht, vor 5-6 Monaten. Doch, den gab es damals auch schon. Echt? Den habe ich noch nie gesehen gehabt. Okay. Ja, der war so ein bisschen versteckt in der kleinen Ecke, in der anderen Base. Ah, okay. Denn schauen wir einfach mal weiter. Genau, hier geht's auch weiter gleich. Genau, hier haben wir den Sanitäter. Ja. Den Doktor. Und das Geile ist, du kannst auch bei dem Chirurgie machen. Genau. Gesichtschirurgie, also falls dir dein Gesicht irgendwann nicht mehr gefällt, kannst du es machen. Kannst du hier schön für 73.000 und ein paar zerquetschte ummodeln. Aber ich glaube, du kannst deinen ganzen Körper, glaube ich. Ja. Wir haben alle mögliche dabei. Genau. Das Geile ist das Einzige, was muss ich euch unbedingt eigentlich zeigen. Man hat ja hier gerade gesehen, der hat Klamotten, ne? Natürlich hat er nur so eine Arztklamotten oder so. Und, ne? Was halt typisch dafür ist, beim Essen fand ich total cool. Was ich hab erwartet, wenn man hier zum Onkel Doktor geht, ja? Wenn der schon was hat, muss er einen Lolli haben oder sowas. Ja, stimmt, hast du gesagt. Ja. Und was hat er? Das zählt noch nicht. Muss man denn wieder erst auf Obst? Ich hab einen grünen Apfel und einen grünen-roten Apfel. Toller Arzt, ey. Lutscher, eine Zuckerstange, nichts hat er. Gut. Aber genau, man muss halt immer bei den Gebäuden draußen drauf achten. Hier zum Beispiel ist dieses grüne Kreuz, das ist der Arzt. Genau. Vor allem Mechanik war ja auch ein Riesenschild. Hier oben steht Emery, da findet ihr dann den Waffentypen. Genau, hier ist dann der Waffendude. Wo ich immer noch sage, der hat die geilste Stimme im ganzen Spiel. Ja, bitte. Warum redet er nicht mit mir? Er will nicht mit mir reden. Na, denn nicht. Jetzt sagt er was. Aber der hat eine coole Stimme, finde ich. Ah, schön tief und brummig. Ja, also der könnte richtig geile Songs machen, glaube ich. Den habt ihr halt auch immer. Dann müssen wir hier noch rum.
Und das ist auch einer meiner besten Freunde hier. Hier ist die Bank. Wo wir jetzt hingehen. Ja, Achso, ja. die Bank. Hier könnt ihr die Bankkarte, auch die goldene und so alles machen oder Geld einzahlen oder auszahlen. Apropos Bank und Geld, bei den Automaten selbst habt ihr immer so begrenzte Anzahl, was ihr überweisen könnt. Genau. Hier bei der Bank selbst habt ihr unendlich. Genau, Das da ist halt könnt ihr auch ganz wirklich geil. viel Geld rauf oder runter. Aber bei den Automaten, die ihr überall habt, muss man halt ausprobieren. Ich glaube, das ist überall verschieden. Ja, Das. manchmal 50, manchmal 500, das ist sehr Genau. unterschiedlich. Genau, hier haben wir noch ja. Den General Goods, das heißt, da kriegst du eigentlich so Alltagsgegenstände. Kriegst auch Samen, Gießkannen und auch die Pestizide. Das ist alles Genau, ganz oder geil, alles falls man Mögliche Beete machen möchte. an normalen Klamotten, sage ich mal. Die guten Klamotten gibt es natürlich beim Waffenhändler, die Armeeklamotten, wenn er die haben wollt. Aber der hat hier Genau. halt wirklich alles Mögliche an Essen, was wir nachher im Supermarkt uns erstmal holen. Ne? Und auch an Getränke und so. Oder halt auch zum Reparieren bestimmte Sachen wie die Nähsets und sowas, damit ihr eure Sachen reparieren könnt. Wenn ihr Waffenreparatursets wollt, halt wieder bei Waffenhändler, ist ja vollkommen klar. So Gebrauchsgegenstände, die man halt zum Craften braucht, wenn man die halt mal nicht findet. So, Ja. what will it be? Ich glaube, das war's schon, oder? Ja, ich glaube, das war's schon. Ich glaube, sonst gibt's nichts mehr. Aber hier, Wirklich. Leute, schaut mal. Komm mal hier, Peiner. Geil, geil ist, dass halt hier so ein kleines Schildsystem ist, wo man weiß, wo ist was. Und eigentlich waren wir jetzt überall. Barbershop waren wir noch nicht. Hier, Ah, der ist gleich hier. stimmt. Da waren wir noch nicht. Da könnt ihr euch schön umsteilen. If you want to come in the Genau, dann back, könnt ihr euch eine neue you need Frise to machen, wie ihr just Bock habt. ask. Genau. Bärte, dies, das. Falls ihr eine Frau seid, könnt ihr eine Frise machen. Den gibt's noch. Aber dann haben wir alles. Weiter, wir gucken nochmal aufs Schildchen. Wir haben General Goods, Amber Beer, Saloon. Ne, Saloon waren wir noch nicht. Saloon aber noch nicht. Hast recht. Das ist der Armory, hier. Mechanic, Fisch. Und Saloon, da kriegt ihr halt eigentlich nur Hospital, guten. ja, das stimmt, das ist nur der Salon, der fehlt. Und hier kriegt ihr halt guten Alkohol, sag ich mal. Genau. Hey ho! Auch ganz chillig. Ich war noch nie oben. Gucken, was hier oben abgeht. Natürlich, wenn ihr den lieber Ja, alten. Lu, Also, ich weiß Alter, komm jetzt mal nicht, was her. der Alter, Preis. komm mal bitte her. Also, ich. Komm Ja, bitte. gleich sofort. Ich weiß jetzt nicht, was der Preisunterschied ist. Ich meine, sie hat keinen reinen Alkohol. Ob Tequila oder so, Na, Whisky läuft auf jeden Fall, das weiß ich. naja, aber ob der, na, der reine Alkohol wesentlich teurer ist als So, ja, gut, das weiß ich der jetzt auch andere, nicht. ne? Aber guck Also, mal, wir sind hier diese. in einem Saloon, in einer Bar, sage ich mal. Und erstmal ein Bild von der Kaffeetasse von oben, Alter. Ja. Wie krank ist das denn? Passt doch voll hierher in die Zeit. Und hier steht überall Bier, 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 außer einer Kaffeetasse. Aber ey, Leute, wenn ihr das Spiel spielt, ich bin irgendwie fasziniert von den Bildern. Die sind schon ganz cool ausgewählt. Ah, das haben sie echt hübsch gemacht. Man merkt ja halt auch an Sachen, die sie später gemacht haben, dass sich da einer mal detailliert ein bisschen rangesetzt hat. Aber natürlich jeder Saloon anders wäre, jeder in jedem Gebiet, wo man sich aufhält und so, das wäre halt schon mega. Ich meine, das ist viel extra Arbeit, aber ich glaube, das würde Ja, vielleicht die auch ein paar Immersion halt random, auch erheben auch in dem einfach vielleicht Spiel. einfach so ein paar random Leute, die vielleicht auch so ein bisschen rumlaufen und so, das wäre auch noch ganz cool. Ja, klar. Das stimmt. Damit die Stadt nicht so tot wirkt, weißt du? Na Alter, gibt es ja gut. nur, warte mal, wie viele Schilder gibt es? 2, 4, 6. Wie viele sind es jetzt? 2, 4, 6, 8, 8. 8 Schilder gibt es. Das heißt, es gibt in der ganzen Stadt nur 8 Menschen, weißt du, was ich meine? Also hier und da noch ein paar random Leute, wäre schon ganz lustig. Wollen wir mal kurz hier sehen? Ja, Nachricht gelöscht steht er jetzt. Ja, David war schon so lieb. Danke, David. Achso. Würde mich jetzt bloß mal interessieren, wie er die gemacht hat. Ich meine, ich musste doch auch können. Es war mein Mod, aber. Ah, scheiße, Jo, kann man den nicht aber so habt ihr rüberstellen? jetzt schon mal die Händler kennengelernt, liebe Freunde. Genau, dann haben wir das Thema auch schon mal gegessen. Siehst du, gleich noch eine Sache mehr gemacht, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte.